So, kommst du mit? Ja, gut. Tschüss. Du kurz Zeit hast, habe ich was für dich. Wie oft willst du mir das sagen, obwohl es nicht stimmt? Okay. Das Ach, was für sind. eine wunderbare Aussicht auf den Marshimmel. Es wundert mich, dass es in dieser tristen Stadt so ein Fleckchen gibt. Nochmals, das findest du als wunderschöne Gegend oder was habe ich da jetzt wieder komplett überhört oder missverstanden? Also meins ist es jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, ne? Parasiten auf der Hülle und im Grafantrieb. Das würde dann wohl die Ausfälle erklären. Was kostet mich der Spaß? Das dürfte eine mittlere fünfstellige Summe werden. Fünfstellig? Fünf? Na schön, ich mach es. Ich bin an der Bar. Sag mir dann Bescheid. Bin schon dabei. Zu ungeziefer Entfernung läuft. Ach, Vorsicht. Kümmere dich um dein Schiff, sonst kann es teuer werden. Ja. Cydonia komplett unterirdisch zu bauen, war eine kluge Lösung, um die Stadt vor der rauen Mauer. Ja, und jetzt redest du nicht, weil ich mal kurz um die Ecke gegangen bin, oder wie? Was für dich gefunden. Ja, schön. Das hast du schon gesagt und ich hab's dir nicht geglaubt. Hilf mit, dass Cydonia Graffiti frei bleibt. Was soll das heißen? Es gibt keine Arbeit. Ja, hast du eine Ahnung, wie weit wir geflogen sind? Wie viel wir geblecht haben, um auf diesen staubigen Felsen zu kommen? Es hieß, hier gibt es Jobs. Hey, ich verstehe euch, aber wir haben gerade die letzten Stellen besetzt. Ende nächsten Monats laufen aber ein paar Verträge aus. Vielleicht wollen die ja nicht verlängern. Das ist doch Bullshit. Ich habe eine Frau und Kinder. Wir können nicht fast 2 Monate auf einen unsicheren Job warten. Hey, ich verstehe das, aber ich kann nichts machen. Redet mit der Zentrale, wenn ihr wollt. Tut mir leid, aber ich muss wieder zurück an die Arbeit. Komm schon, vergiss es. Hauen wir einfach ab. Vielleicht kriegen wir noch einen Flug nach Hause. Scheiße. Ja, du hast recht. Scheiß drauf. Ich weiß, du wolltest die Gefahrenzulage für Cydonia, aber wir finden was anderes. Ja, hoffentlich. Das ist die wichtigste Arbeit in der ganzen Galaxie. Wir bauen die Rohstoffe für Raumschiffe ab. Howdy. Achtung, subterrane Teilchendetonation bevorstehen. Bitte lose Gegenstände sich als Selbstheilung oder müssen bleiben. Es muss nicht jeder mit seinen Problemen zu mir kommen. Ich bin kein Psychiater. Alter, was war das? Ich bin kein großer Fan von Stoffen, aber nur wieder ein Wasser vorkommen. Öl wäre krass gewesen. Schön, dass alle durcheinander reden können. Das ist das, was man schon in Skyrim bemängelt hat und das bemängelt man ja jetzt hier auch schon wieder. Gewisse Sachen versteht man dann doch nicht, warum die nicht angepasst wurden. Vor allem die nervigen Sachen wie so überlappende Gespräche, wo du dann das Wichtige, wenn du in einem Gespräch was hören möchtest, nicht kannst, weil dann rundherum irgendwie 10 Leute versuchen, gerade mit dir zu reden, obwohl du dich auf jemanden konzentrierst. Ich will etwas trinken. Was willst du haben? Keine Ahnung, was du hast. Sonnens Reserve. Check. Ist nicht mein Name. Also nehme ich nichts. Irgendwelche interessanten Gerüchte. Stehst du da? Jede Menge. Aber wenn ich die jedem neuen Gast sofort auf die Nase binde, erzählt mir nie wieder irgendjemand was. Ich bin diskret. Nur deswegen kann ich den Job seit 45 Jahren machen. Du hast recht. Tut mir leid. Will ich aber auch hoffen. Sonst musst du dir nämlich eine andere Bar suchen. Und zwar zackig. Ich suche einen Vanguard namens Moara.
Der war lange nicht hier. Ist von der Ewigkeit auf Patrouille geflogen. Wird wohl bald Zeit, ihm zum Gedenken einen Drink auf die pechschwarze See zu kippen. Wenn du seine Patrouilleroute kennst, können wir ihn aufspüren. Ah, ja. Von der habe ich gehört. Nach der dritten oder vierten Runde hat er von nichts anderem mehr geredet. Und er hat eine laute Stimme. Hey, einem Mitmarsianer will ich natürlich helfen. Vor allem, wenn er verschwunden ist. Aber, ah. Er hat einen Deckel. Und man weiß nicht, ob er zurückkommt. Es ist viel Geld, okay? Ich hab's ihm lange durchgehen lassen, weil er Stammgast ist. Aber wenn ich die Credits nicht kriege, habe ich ein Problem. Also. Machen wir da weiter, wo du zugibst, dass du lügst. Das Spiel kenne ich. Machen wir da weiter, wo du zugibst, dass du lügst, was seine Schulden angeht. Nennst du mich etwa einen Lügner? Ich werf euch beide aus der Bar. Ach bitte. Zwei Fremde kommen von woanders her und wollen Infos, die nur du hast? Klar sieht man darin eine Chance. Würde doch jeder. Geh mit dem Preis runter. Sonst finden wir einen anderen Weg, an die Infos zu kommen. Schön. Mhm. Überzeugen, du willst Profit aus dem schlagen, dass er Hilfe braucht? Ja, das geht nicht. Ja, gut. Wir hatten einen Rabatt vereinbart, oder? Ist doch alles da? Okay. Reden wir. Als er das letzte Mal hier war, hat Moara ständig was von der Göttin der Liebe gegrölt. Lieder gesungen. Sowas alles. Venus? Das ist nur ein Planet. Keine ganze Patrouillenroute. Mehr habe ich nicht, okay? Schön. Dann muss das reichen. Verzeihung? Wäre das... Ja, genau, Venus. Aus dem Postentisch. Hast du in deiner Crew noch Platz? Mhm. Eigentlich nicht, nein. Mach keinen Ärger und keinen Stress. Dann sind alle glücklich. Aus dem Postenverwalter, meiner... Also ist das wie das... Ich sehe schon Arbeit auf mich zukommen. Oh, schau an. Hallo. Wartest du schon lange? Mein Gesicht ist hier drüben. Gut, endlich. Bin gerade erst gekommen, du? Oh gut, ich dachte schon, ich sei eingeschlafen. Aber wo sind nur meine Manieren? Phil Hill, stets zu Diensten. Ja, reimt sich. Meine Eltern haben ein Faible für Reime. Meine Geschwister heißen Bill, Jill und Sil. Die Hills. Was für ein Thrill. Aber ich schweife ab. Du bist nicht hier, um mir zuzuhören. Du willst über die Liz reden. Hört sich an, als kommt jetzt die Werbeleier. Von was für eine Liste reden wir überhaupt? Nein, nicht Liste. Liz. Die Liga der selbstbestimmten Siedler. Sehe ich da ein erkennendes Funkeln in deinen Augen? Glaube schon. Wie kann ich heute zum Besten aller Tage machen? Was genau macht die Liz? Alter. Wir helfen Menschen. Wir helfen Leuten dabei, an neuen Orten ein neues Leben zu beginnen. Ohne Einmischung von Regierungen. Wir erkunden den Weltraum. Finden Orte, die zu den Anforderungen der Menschen passen und helfen diesen beim Neuanfang. Du hast kein Schiff, oder? Willst du ein paar schnelle Credits verdienen? Ich habe ein Schiff. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Fantastisch! Denn hier gibt es jede Menge Arbeit. Dieser Papierstapel hier, das sind die neuesten Bewerbungen von Leuten, die in eine neue Welt ziehen wollen. Überall lerne ich Menschen kennen, die angetan sind von der Idee, ein wirklich freies Leben zu führen. Wo und wie sie wollen. Ich habe einen ganzen Frachtraum voll von diesen Stapeln. Juhu! Das ist nicht unser Problem.
Ja. Natürlich nicht. Ich will nicht meinen Papierkram abschieben. Wobei etwas Verstärkung nett wäre. Ich stehe nicht besonders auf Papierkram. Keine Sorge. Für diese Berge von Papier bin ich zuständig. Wir brauchen Personen mit Schiff und oder grundlegenden sozialen Fertigkeiten, um nach passenden Planeten und Menschen zu suchen. Trifft von diesen Punkten zufällig etwas auf dich zu? Heute ist ein Glückstag. Ich habe sowohl ein Schiff als auch ein grundlegendes soziales Fertigkeitsvermögen. Das habe ich mir schon gedacht, nachdem wir uns so nett unterhalten haben. Das Wichtigste für uns ist, Daten über bewohnbare Planeten zu sammeln. Je bewohnbarer, desto besser. Sauerstoff und Wasser sind ein Muss. Andere Hinweise auf Leben, umso besser. Zudem sind wir immer auf der Suche nach neuen Bewerbungen. Wenn sich auf deinen Reisen die Gelegenheit ergibt, kannst du den Leuten eine Mitgliedschaft in der List schmackhaft machen. Hier haben sich ein paar Leute darüber unterhalten, dass sie ein neues Leben beginnen wollen. Warum fängst du nicht mit denen an? Ich weiß nicht, aber irgendwie macht er mir Kopfschmerzen jetzt schon. Warum sollte man sich der Liz anschließen? Freut mich, dass du fragst. Die Liz gewährt einige konkrete, aber auch einige immaterielle Vorteile. Zuerst finden wir einen Ort, der zu den Wünschen und Anforderungen unserer Mitglieder passt. Danach stellen wir den Transport und ein Starterpaket zur Verfügung. Darunter einfache Wohnmodule, Extraktoren, Saat für den Anbau und so weiter. Alles, was man für einen guten Start ins neue Leben braucht. Zudem haben wir einen verschlüsselten Satelliten für die Kommunikation zwischen fernen Nachbarn und dem List-Schiff, das ab und zu den Sektor anfliegt, um Hilfe zu leisten und Vorräte zu bringen. Wichtiger aber ist die Zufriedenheit der List-Mitglieder, dass sie endlich nach ihren eigenen Vorstellungen leben können. Unabhängig und frei von Belästigung und Regierungseinmischung. Ich will ja nichts sagen, aber der tönt fast wie ein Sektenmitglied. Wie läuft die Bezahlung ab? Bring mir Datenslates von passenden und erkundeten Planeten und ich bezahle dich dafür. Zudem erhältst du eine Vergütung für jede von dir vermittelte Person, die sich der Liz anschließt. Also, zieh los und sorge dafür, dass der Traum vom Leben in Freiheit wahr wird. Und verdiene dabei auch noch ein paar Credits. Mal sehen, was ich tun kann. Ausgezeichnet! Vielen Dank schon mal für deine Hilfe. Ups, fast vergessen. Hier, für dich. Oh, ich erschrecke einfach immer noch jedes Mal vor der Warnsirene. Ja, was? Zukünftige Mine, Außenbossentechniker. Man kann in den Minen hier auf dem Mars richtig gutes Geld verdienen. Nein, ist doch jeden Tag, immer wieder. Ich dachte, es wäre nur ein Harnister. Du brauchst Urlaub. Also... Ah, Bürger. Ja, okay. Alter, manche Modesachen sind ja wirklich ein Verbrechen. Wäre ja eigentlich witzig, wenn man mal einen wirklich auf dem Klo erwischen würde. Wäre witzig. Okay, was sind da? Ordner, Notizbuch. Treffen mit Neva Weiss. Neva, setz dich, nimm dir einen Drink und guten Sprung gehabt. Gab's Stress mit der UC Security? Spar dir den Scheiß, Adler, bring mir's hinter uns. Ich ertrag den Gestank von meiner Schweiß und Schalmbier nicht lange. Okay, okay, ganz ruhig. Hier, deine Kohle von der Fleet, wie versprochen. Was soll der Scheiß? Das ist die Hälfte. Die Hälfte von dem, was du versprochen hast. Reg dich nicht gleich so auf, Süße. Die Security bei Cydonia guckt sehr genau hin. Und die Leute von Deimos sind auch nicht gerade kooperativ. Ich muss Leute schmieren, verlorene Lieferungen ausgleichen. Ich leite hier keine Apotheke, okay? Zwei Sachen, Adler. Und ich erklär's ganz simpel, damit es auch ein Volltrottel wie du versteht. Erstens, deine Ausreden interessieren mich einen Scheiß. Du schuldest uns die vereinbarte Summe pünktlich, jeden Monat. Zweitens, wenn du mich je wieder Süße nennst, ramme ich dir mein Messer so tief in den Arsch, dass die Leute dich für ein Einhorn halten. Ich, okay, tut mir leid, Neva. Ich krieg das hin. Hier ist der Rest.
Schon besser. Bis nächsten Monat dann. Neiva, du musst was Neues erleben. Das war, ach, nicht schon wieder. Mutig, einfach so bei einer Trackerin aufzutauchen. Trecker-Allianz-Agent? Hey, Schätzchen, du siehst aus, als könntest du dir die Hände schmutzig machen. Die Trecker-Allianz ist immer auf der Suche nach Kopfgeldjägern, die gesuchte Verbrecher finden und töten. Wenn das was für dich wäre, rede mit mir oder sieh dir die Auftragsbörse an. Alter, das war jetzt... Kennt ihr, wenn's plötzlich so zieht in den Waden? Das hatte ich jetzt aber an einer ganz komischen Stelle. So von über das Schulterblatt, also nicht Schulterblatt, über das Schultergelenk, dann wie hin, wie einen einzelnen Muskelstrang, der nicht zum Herz geht, aber so seitlich nach hinten verlaufend dran vorbeigeht. Und das hat mir so vorhin jetzt gerade so einmal komplett durchgezogen. Alter. Keine Ahnung, wie ich das je geschafft habe. Ich könnte dir bei einem Job also, helfen, wenn du zahlst. Was ist die Trecker-Allianz? Wir sind die krassesten Kopfgeldjäger in den besiedelten Systemen. Die Leute bezahlen uns, um Verbrecher, Abschaum und anderes Gesindel zu finden, wenn sie selber nicht können oder wollen. Mhm. Hast du irgendwelche spannenden Geschichten von der Kopfgeldjagd? Soll ich dir das erzählen? Warum nicht? Ist eine ziemlich gute Geschichte. Also, ich sollte einen richtig toughen Spacer aufspüren, okay? Ich finde sein Schiff, gehe unbemerkt an Bord und erwische ihn ungelogen mit runtergelassener Hose. War wohl gerade erst aufgestanden oder so. Jedenfalls, bevor er reagieren kann, tackle ich ihn, um ihm Handschellen anzulegen. Und er lässt einen Spruch ab, will mich anmachen. Tja, nur sowas kommt bei mir nicht gut an. Und naja, es hieß tot oder lebendig. Also entscheide ich mich für tot. Nur war das gar nicht der Richtige, aber der Typ wurde auch gesucht. Kaum zu glauben, oder? Naja, die Allianz fand es nicht ganz so lustig wie ich. Also darf ich nur noch neue Rekruten babysitten. Kann ich verstehen, irgendwie. Ich könnte dir beim Job helfen, wenn du zahlst. Gut, ich bin hier ja nur stationiert, weil ich einen Fehler gemacht und einen Auftrag verbockt habe. Das lässt mir keine Ruhe. Jetzt geht das Gerücht um, dass dieser Mistkerl auf dem Mars rumschleicht. Aber ich hatte bisher noch nicht das Glück, ihm über den Weg zu laufen. Ich glaube, dafür ist er zu clever. Ich weiß schon, wie ich ihn finden kann. Aber ich muss meinem Tracker-Kontakt beweisen, dass er hier ist. Da kommst du ins Spiel. Du musst nur einen Sensor platzieren. Habt ihr das, wenn ihr wisst, okay, die Stimme war auch in Skyrim, aber ihr wisst nicht mehr, wer das war? Ich hab zwei im Kopf gehabt. Zuerst Lydia, aber Lydia tönt anders. Und dann zweiten war... Ach, wie hieß die Gute da im Twangard DLC mit den Vampiren? Da die... Ah, wie hieß sie? Lily, Sarah? Serena? Irgendwie so. Aber die kann's auch nicht sein. Ich weiß, was ich tue. Soll ich mir... Wie soll ich einen Sensor dieses Typen finden? Bist du kaputt? Er weiß es nicht, aber er trägt einen Chip mit einer einzigartigen ID in sich. Einer der Gründe, warum er gelernt hat, Städte zu meiden. Sobald er irgendwo auftaucht, finden die Tracker ihn. Also hält er sich fern. Er ist schwer zu fassen. Deswegen schicke ich jemanden dorthin, wo er sich wohlfühlt, an den Stadtrand. Der Sensor ist auf den Chip eingestellt. Jetzt verstehst du es, oder? Mhm. Kannst du mehr über den Typen sagen, den wir verfolgen? Ken Plekis. Schmuggler. Von der schlimmsten Sorte. Handelt mit allen möglichen Waren. Er wird wegen Diebstahl, Menschenhandel und Mord gesucht. Und er ist extrem gut in seinem Job. Er führt die UC Security seit Jahren an der Nase herum.
Er ist sogar unseren Trackern entwischt, auch mir. Der Mistkerl hat mich reingelegt. Hat einen Doppelgänger gefunden, den ich dann umgelegt habe. War extrem peinlich für mich. Es ist also was Persönliches. Okay. Dann, bin dabei. Okay. Also, du nimmst diesen Sensor hier und platzierst ihn ganz oben auf dem Turm vom alten Mars-Launchpad, wo er schöne, freie und unbehinderte Sicht hat. Du brauchst ein Boost-Pack, um da hochzukommen, sonst musst du klettern und das ist schwierig. So gering ist die Schwerkraft auf dem Mars dann auch wieder nicht. Das Ding verfolgt das Chip-Signal meiner Zielperson. Ich rufe meinen Partner, der erledigt ihn dann. Verschwinde und komm wieder, sobald du fertig bist. Und verschreck den Mistkerl nicht, klar? Klar? Gut. Kannst sie nicht versprechen, bin ein Tollpatsch. Oh. Alter, was ich nicht verstehe. Die Freunde, die mich persönlich kennen, die wissen, was für Nieser ich ablassen kann. Und die sind... Also da hast du manchmal das Gefühl, ich würde den Schall durchbrechen mit meinen Niesern. Natürlich sehr stark übertrieben gesprochen, aber dennoch, das sind manchmal so Nieser da so. Wenn du nicht aufpasst, dann sind deine Lungenflügel gerade zusammengepappt. So stark ist der Druck dann auf den. Und wenn ich den... Und es gibt ja viele Leute, die möchten ja gerne die Nieser so unterdrücken, weil das denen unangenehm ist zum Beispiel. Und wenn ich das machen würde, ich habe ja mal gehört, wenn man das macht, kann es sein, dass die Lungenflügel zerreißen. Alle Bürger sind herzlich eingeladen, das Gemeindezentrum auf der mittleren Ebene zu nutzen. Ui. Es werden verschiedene Aktivitäten angeboten. Sprechen Sie mit einem Vertreter des Gemeindezentrums, um Termine zu planen. Ich bin irgendwie nicht Fan vom Mars, ganz ehrlich. Elon Musk, mach's besser. Du siehst, was du in der Zukunft verbockt hast. Bürger. Wohndistrikt. Okay. Ah, Feierabend im Broken Spear. Es gibt doch nichts Schöneres. Bürgerin. Oh, war das ein langer Tag. Trade Authority. Um was tradest du denn, mein Kollege? Tablet? Wie geht's? Kann ich dir helfen? Ja, keine Ahnung. Kann ich was stehlen, was wertvoll ist? Jo, hey, was geht ab? Willst du hier bei der Handelsaufsicht ein bisschen einkaufen? Ich bin Manaki. Falls du irgendwelche Fragen hast, gib einfach Bescheid, ja? Jo. Was ist das Merkwürdigste, was dir je untergekommen ist? Jo, hier war mal ein Typ, der wollte so einen total komischen Fisch oder so verkaufen. Und er hat noch gelebt. War in so einer großen Plastiktüte mit Wasser und alles. Richtig groß war der. Ich wollte ihm verklickern, dass wir sowas nicht ankaufen, aber da kommt mein Boss an und sagt, klar kaufen wir den. Also musste ich ihn echt annehmen und auch lagern und alles. Mann, das war stressig. Und was noch viel komischer war, es ist sofort jemand gekommen und hat ihn uns abgekauft. Strange, oder? Ah, dann weiß er vielleicht gar nicht, dass das mit illegalen Waren gehandelt wird hier. Ich würde gerne handeln. Cool, das machen wir hier. Ja, wow, sonst hättest du es mir ja nicht angeboten. Nehmen wir. Klebstoff. Wert 12. Nehmen. Na komm, das nehmen wir. Erste Hilfe. Wenn ich Trauma packe, dann geht 5 Sekunden, 5 Gesundheit. Nehmen wir das. Und die Medipack. Haben wir. Nein, so überflogen gesehen. Haben wir nichts. Da die Minen kann er gerne behalten. Oh. Deep Raccoon. Nice. Erinnere mich irgendwie so ein klein wenig Steampunk-mäßig.
Das sind einfach nur Patronen, aber von denen habe ich aktuell genug. Was sind das für alte Waffen? Das Messer? Nice. Sehr schön. Was haben wir zu verkaufen? Das wäre das Bessere. Hier nichts, hier nichts, hier nichts. Eclipse-Rucksack, den sichere ich. Und den. Was haben wir da? Das ist alles doppelt. Das möchte ich behalten. London möchte ich behalten, möchte ich behalten, möchte ich behalten. Dann aus dem Schiffsinventar bitte. Das, den Ring möchte ich behalten. Das sonstige behalten. Das auch soweit. Die beiden möchte ich weghaben gerne. Kopfhörer Arbeiter. Ja, weg mit dem. Rucksack, das. Waffen. So. Gab's doch ein wenig Geld. Verlassen. Jo, alles Gute. Ja, dir auch. Danke. War ein sehr angenehmer Kerl, muss man sagen. Im Grunde kontrollieren die Miner die unteren Ebenen. Bürgerin. Hallo. Willst du etwas von Gouverneur Hurst? Kann ich nicht sagen. Wer ist das? Das sage ich nicht. Ja, ich würde gerne mit ihm reden. Ah, nun, zum Glück hat Gouverneur Hurst Freude an Besuch und keine dringenden Termine. Das dürfte also kein Problem sein. Oh. Okay. Gern geschehen.